In einem orthonormierten Bezugssystem sind angegeben der Punkt A mit Koordinate 0, 2, 4, der Punkt B mit Koordinate 2, 0, minus 2 und der Punkt C mit Koordinate 1, minus 1, 3. Klein a bestimme den Abstand zwischen A und B. Klein b bestimme den Abstand zwischen C und der Geraden AB. Klein c bestimme den Abstand zwischen dem Ursprung O des Bezugssystems und der Ebene ABC. Klein d bestimme den Abstand zwischen C und der mittelsenkrechten Ebene von der Strecke AB. In klein a suchen wir den Abstand zwischen A und B. Das ist die Norm des Vektors AB. Also berechnen wir diese Norm. Da A und B durch ihre Koordinaten angegeben sind, können wir sehr schnell die Koordinate des Vektors AB bestimmen. Es ist die Koordinate von B minus die Koordinate von A. Also 2 minus 0 macht 2, 0 minus 2 macht minus 2 und minus 2 minus 4 macht minus 6. Die Norm dieses Vektors wird berechnet durch die Quadratwurzel von Abszisse 2 im Quadrat plus Ordinate minus 2 im Quadrat plus das Lot minus 6 im Quadrat. Der Abstand zwischen den zwei Punkten A und B ist also 2 mal Quadratwurzel von 11. In klein b suchen wir den Abstand zwischen dem Punkt C und der Geraden AB. Also angegeben sind die Gerade AB und der Punkt C. Wir suchen diese Distanz zwischen C und AB. Wir wissen, dass man diese Distanz so berechnen kann. Man berechnet die Norm von AC vektoriell AB und teile das durch die Norm von diesem Vektor AB, das heißt durch den Abstand zwischen A und B. Um dieses Vektorprodukt zu berechnen, brauchen wir die Koordinate des Vektors AC und die Koordinate des Vektors AB. Die kann man sehr schnell berechnen, da die Koordinaten von AB und C angegeben werden. Die Koordinate des Vektors AC, das ist die Koordinate von C minus die Koordinate von A. 1 minus 0 macht 1, minus 1 minus 2 macht minus 3. Und 3 minus 4 macht minus 1. Die Koordinate des Vektors AB, das ist die Koordinate von B minus die Koordinate von A. Um dieses Vektorprodukt zu berechnen, kann man wie folgt vorgehen. Man schreibt die Koordinate des Vektors AC senkrecht und dann ein zweites Mal darunter. Rechts davon schreibt man die Koordinate des Vektors AB einmal und ein zweites Mal darunter. Dann streicht man die erste und die letzte Zeile und jetzt berechnet man diese kleine Determinante minus 3 mal minus 6 minus minus 1 mal minus 2. Das heißt, 18 minus 2, das macht 16. Das ist die Abszisse von diesem Vektorprodukt. Dann die Ordinate wird gerechnet durch diese kleine Determinante, minus 2 plus 6, das macht 4, und das Lot wird berechnet durch diese Determinante, minus 2 plus 6, das macht ebenfalls 4. Hier können wir eine 4 ausklammern und diese 4 kann dann noch aus den Normstrichen raus. Somit bleibt also dieser Bruch zu berechnen. Die 4 kürzt sich weg mit der 2. Diese Norm wird berechnet durch Quadratwurzel von 4 im Quadrat plus 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat. So erhalten wir also diese Rechnung. Die Quadratwurzel von 18, das ist dasselbe wie 3 mal die Quadratwurzel von 2. Und wenn man dann unten und oben noch mit der Quadratwurzel von 11 multipliziert, so erhält man 6 Quadratwurzel von 22 geteilt durch 11. In klein c
wird der Abstand zwischen dem Punkt O und der Ebene ABC gefragt. Also angegeben sind diese Ebene ABC und dieser Punkt O. Was wir suchen, ist diese Distanz zwischen O und ABC. Wir wissen, dass man solch eine Distanz berechnen kann durch den Betrag vom Skalarprodukt von diesem Vektor AO mit einem Normalvektor zur Ebene ABC geteilt durch die Norm dieses Normalvektors, das heißt geteilt durch seine Länge. Als Normalvektor zur Ebene ABC können wir das Vektorprodukt von AC und AB nehmen, dessen Koordinate wir eben berechnet haben. Man kann aber auch als Normalvektor zur Ebene ABC ein Viertel von diesem Vektor nehmen, dann ist die Koordinate ein bisschen einfacher. Also als Normalvektor n zur Ebene ABC ist dieser Vektor mit Koordinate 4, 1, 1 recht. Die Norm dieses Vektors, das ist die Quadratwurzel von 4 im Quadrat plus 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat, also die Quadratwurzel von 18. Die Koordinate des Vektors AO, das ist die Koordinate von O minus die Koordinate von A, also 0 minus 0, 0 minus 2, 0 minus 4, daher 0 minus 2 minus 4. Dieses Skalarprodukt rechnet sich durch 0 mal 4 minus 2 mal 1 minus 4 mal 1. Das macht also minus 6. Und der Betrag von minus 6, das ist 6. 18 macht 9 mal 2. Die 9 kommt aus der Wurzel raus in Form von 3. Jetzt können wir 6 mit 3 kürzen. Und wenn man dann noch unten und oben mit der Quadratwurzel von 2 multipliziert, dann findet man als gefragte Distanz die Quadratwurzel von 2. In klein d sollen wir den Abstand zwischen dem Punkt C und der mittelsenkrechten Ebene von der Strecke AB rechnen. Angegeben werden also diese drei Punkte A, B und C anhand ihrer Koordinaten. Und was wir zuerst berechnen müssen, das ist die Koordinate vom Mittelpunkt M dieser Strecke AB. Die mittelsenkrechte Ebene der Strecke AB, das ist diese Ebene Alpha, die diesen Punkt M enthält und zu der diese Strecke AB senkrecht ist. Was letztendlich gefragt wird, das ist dieser Abstand zwischen dem Punkt C und dieser Ebene Alpha. Die Distanz zwischen C und Alpha kann berechnet werden durch den Betrag vom Skalarprodukt von diesem Vektor MC und diesem Vektor MA, der normal zur Ebene Alpha ist, geteilt durch die Norm dieses Vektors MA, das heißt geteilt durch den Abstand zwischen M und A. Um das zu berechnen, brauchen wir die Koordinate vom Punkt M, die Koordinate vom Vektor MC und die Koordinate vom Vektor MA. Berechnen wir zuerst die Koordinate von M. Da M die Mitte der Strecke AB ist, kann man die Koordinate von M berechnen durch die Koordinate von A plus die Koordinate von B geteilt durch 2. 0 plus 2 geteilt durch 2, das macht 1. 2 plus 0 geteilt durch 2, das macht 1. Und 4 minus 2 geteilt durch 2, das macht auch 1. Die Koordinate des Vektors MC, das ist die Koordinate von C minus die Koordinate von M. Und die Koordinate des Vektors MA, das ist die Koordinate von A minus die Koordinate von M. Und somit können wir diesen Bruch berechnen. Zuerst rechnen wir das Skalarprodukt von MC und MA. Das ergibt 0 minus 2 plus 6, also 4. Und jetzt rechnen wir noch
Die Norm dieses Vektors MA, das ist die Quadratwurzel von minus 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat plus 3 im Quadrat, also die Quadratwurzel von 1 plus 1 plus 9. Das macht also 4 geteilt durch die Quadratwurzel von 11. Und wenn wir jetzt noch Nenner und Zähler mit Quadratwurzel von 11 multiplizieren, dann finden wir als gefragte Distanz 4 mal die Quadratwurzel von 11 geteilt durch 11.